Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Nach 3 Monaten werfe ich heute mal wieder einen Blick auf das Samsung Galaxy Z Fold 5. Wie hat es sich in den letzten 3 Monaten entwickelt? Fallen mir nach 3 Monaten vielleicht Dinge negativ auf, die mich zum Release vielleicht noch nicht gestört haben? Wie hat es sich generell entwickelt? Wie schaut es mit den Updates aus? Ich habe bereits ein Review nach 4 Wochen veröffentlicht. Dinge, die sich nicht verändert haben in dieser Zeit, die erwähne ich in diesem Video auch nicht groß. Wenn euch interessiert, wie sich das Z Fold 5 nach 3 Monaten in meinem Alltag geschlagen hat, würde ich sagen, bleibt einfach dran. Los geht's, viel Spaß! Ich halte das Galaxy Z Fold 5 noch immer gerne in der Hand oder eigentlich jetzt sogar noch viel lieber, da ich dazu übergegangen bin, das Fold ohne Case zu nutzen. Die Cases, die ich habe, werden dem hochwertigen Fold 5 aber auch einfach nicht gerecht. Das matte Glas auf der Rückseite, das Gelenk, der Rahmen, das fühlt sich einfach so gut an und es stört mich auch immer noch nicht, dass das Fold super schmal ist. Gerade beim Telefonieren empfinde ich das als angenehmer, aber auch Tippen geht für mich völlig klar. Was nicht so schön ist, wenn das Fold ohne Hülle und zusammengefaltet auf dem Tisch liegt, kippelt es so stark, dass man es quasi nicht bedienen kann. Es gibt mittlerweile Marktbegleiter von Huawei, Honor oder Xiaomi, die noch leichter und vor allem noch dünner sind. Mir gefällt die Optik mit den abgeflachten Rändern des Z Fold 5 aber immer noch am besten. Der Vorteil und Sinn eines Folds entfaltet sich aber natürlich erst in dem Moment, wo man es auffaltet. Das funktioniert ohne Case nicht ganz so einfach wie mit, fühlt sich aber auch nach einem Vierteljahr noch immer sehr gut an. Man muss schon ein wenig Kraft aufwenden, da hat sich nichts dran geändert. Etwas geändert hat sich aber meine Sicht, wenn es um die Falte in der Mitte des Displays geht. Nach Jahren der Fold-Nutzung und auch wenn ich weiß, dass das aktuell eben noch das Kreuz ist, was man schleppen muss als Foldable-Freund, erwische ich mich doch immer wieder, dass ich in gewissen Situationen das Fold so halte, dass ich die Falte nicht oder nur wenig wahrnehme. Hier wäre es Zeit für den nächsten Schritt in der Entwicklung bei Foldables. Die Falte ist etwas größer geworden als direkt zum Release, aber das war bereits nach wenigen Tagen der Fall und schlimmer ist sie in der Zeit nicht geworden. Was mich noch immer nervt, diese Folien auf den Displays von Foldables verschmutzen einfach schneller als die Displays von normalen Smartphones und beim Putzen muss man dann auch noch vorsichtiger sein natürlich. Auch hier kann gerne der nächste Step in der Entwicklung folgen, sodass sich ein Foldable-Display mehr anfühlt wie ein in Anführungsstrichen richtiges Display und es sich auch ebenso einfach reinigen lässt. Zum Glück ist das Z Fold 5 wieder S Pen kompatibel und den nutze ich auch exorbitant oft. Kein Stift dieser Welt ist besser in ein Smartphone- oder Tablet-System integriert. Ich erwähnte es bereits mehrfach in vergangenen Videos. Kommen wir zum heutigen Sponsor dieses Videos, ohne dem dieses Video, ja und auch die allermeisten Videos, dieser ganze Kanal gar nicht möglich wäre. Mich. Auf Update-Seite läuft noch alles bestens. Am 14.11. kam das November-Update. Zwar noch unter Android 13, respektive One UI 5.1.1, aber Android 14 ist bereits in der Pipeline und sollte in nicht allzu ferner Zukunft kommen. Der Snapdragon 8 Gen 2, der als CPU das Z Fold 5 beschleunigt, tut dieses wie am ersten Tag. Alles flutscht nur so über das Display, egal ob das System, Apps oder Spiele. Und gerade zum Spielen wird mir das Fold immer wichtiger. Games wie SimCity Build oder Heyday oder auch viele andere spiele ich kaum noch auf meinen Tablets, sondern nur noch auf dem Z Fold 5. Ich habe jetzt schon ein wenig Angst vor der kommenden S24-Serie, die ja wieder durch einen hauseigenen Exynos angetrieben werden soll. Ich hoffe, Samsung verbockt es nicht. Wieder. Ein Punkt, den Samsung im nächsten Fold besser machen muss, das ist definitiv die Kamera. Hier sind mittlerweile nahezu alle Marktbegleiter besser, deutlich besser. Egal ob Honor, Huawei, Oppo oder Xiaomi, alle sind Samsung enteilt. Das bedeutet nicht, dass man mit dem Fold 5 nicht auch gute Bilder schießen kann. Es braucht dazu auch gar nicht viel, nur ein gutes Motiv, naja, und gute Lichtbedingungen. Dann ist alles gut. Bis auf das etwas aggressive Nachschärfen. So wie das Licht aber schwächer wird und bewegte Motive hinzukommen, nein, nicht mehr schön. Alles in allem bekommt man hier für 1.800 € lediglich eine Kamera, die auch so in einem Mittelklasse-Smartphone stecken könnte. In meinen Augen die größte Schwäche im Galaxy Z Fold 5. Apropos schwach, das kann ich vom Akku nicht behaupten. Auch hier zeigt der Snapdragon 8 Gen 2, wie energieeffizient er ist. Ich komme mit dem Z Fold 5 eigentlich immer gut durch den Tag und dabei nutze ich das aufgeklappte Display, also den größten Energieverbraucher des Z Fold 5, so circa 50% meiner Display-On-Time.
Alles in allem bin ich mit dem Z Fold 5 super zufrieden. Ich hoffe, die Folie auf dem Display hält länger als die meines Z Fold 3. Die löste sich nämlich nach ca. 5 Monaten. Ein Update meinerseits wird hier sicher erfolgen. Ich nutze es mittlerweile auch viel selbstverständlicher als bisherige Foldables, bin nicht mehr so vorsichtig, sodass es für mich keinen Unterschied im Alltag zu normalen Smartphones gibt. Vom Putzen des Displays und vielleicht dem Gewicht einmal abgesehen. Ich freue mich 2024 auf die nächste Generation, würde es aber auch begrüßen, wenn hier in Deutschland die Konkurrenz größer werden würde. Die Oppos und die Xiaomis erscheinen hier ja leider nicht und das Huawei Mate X3 ist mit 2.100 € ohne Google-Dienste viel, viel zu teuer. Nun seid ihr wieder gefragt, was haltet ihr von Foldables oder flippt ihr sogar lieber oder ist das alles nichts für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst uns ein wenig dort austauschen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet und meinen Kanal abonniert. Schönen Dank dafür. Wie immer aber, das Allerwichtigste, bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut, bye bye.